Hallöchen, ihr Banausen da draußen, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Minecraft Feeds Beast Presents Hermit Pack mit dem lieben Dragon zusammen. Hallo. Servus. So, wer Ende der letzten Folge noch gesehen hat, die Priorität war hier natürlich zu hoch. Die stand auf 100, ich hab's jetzt mal auf 20 gestellt. Ne, auf 20 EE geht nicht. So. Sollte dann eigentlich wieder funktionieren. Natürlich hat er dann in die Drawer gepumpt, ist ja klar. Hätte ich ja auch gemacht. So, was haben wir hier noch alles rumfliegen? Limestone. So, wenn ich das jetzt nämlich so in das System packe, sollte der das eigentlich dann in die Drawer packen. So, ich guck mal kurz. Alabaster zum Beispiel haben wir jetzt 713 drin. Gucken wir mal. Schmeißen wir den 64er Stack mal da rein ins System. Und dann sollte hier jetzt eigentlich 777 sein. Genau, passt. Sehr gut. Mhm. Es läuft. Gut, ich pack dann mal in die Chest bei der Query wieder was rein. Ja, kannst du. Jetzt geht's auf jeden Fall. Ein bisschen Dirt war noch drin. So. So. Jetzt sollen wir alles haben. Mhm. Gar nicht, Basalt ist wieder drin. Basalt! So. Ah jo. Chest pumpt. Okay. Ah, coole Animation, die Kiste. Allerdings. So, soll ich die Quere anschalten? Ja. Hast du die Kiste oben aufgestellt? Ja. Ja. Okay, läuft. Läuft die immer noch? Ja. Kommt gerade nicht nichts an. Ah, jetzt. Nur Dirt kommt gerade an. Ich sehe es. Na gut, kann natürlich sein, wo die ausgeschaltet haben, dass sie jetzt erst wieder von Anfang anfängt. Da kann natürlich auch sein. Weiß ich auch nicht. Und jetzt ist im Chunk 2 von 6. Dann sehen wir gleich, ob da irgendwas. Ah, jetzt kommt's. Kommt. Ach du meine Güte. Ah, er kommt aber, er kommt fast hinterher. Gut. Fast. Aber die wird nicht ganz voll. Mhm. Also er kommt auf jeden Fall ein bisschen hinterher. Wow. Das Ding ist echt schnell, ey. Allerdings. Jetzt stell dir mal vor, die stellt sich wirklich auf 512 mal 512 oder so ein Scheiß. Das wäre der Hammer. Ja. Da brauchst du ja drei Importeure oder sowas. Das könnte passieren. Wir machen aber gerade plus 11, lustigerweise. Ich hab's gesehen. Kann doch nicht schon fertig sein. Doch. Ich glaube, die ist fertig. Ja, yeah, okay. Da kommt nichts mehr an. Ich gucke. Alles klar. Also eigentlich so eine Query ja nicht schlecht, ne, für so ein Let's Play, ne? Ja. Machst du an, 10 Minuten später fertig. Ja. Ich glaube, die ist fertig. Nee, der macht noch. Ja, dann könnte es natürlich sein, dass wir einen Chocolate da brauchen. Das könnte sein. Ja, der fängt wieder von vorne an. Na gut. 2 von 6. Okay. Ich wollte gerade sagen, so schnell, obwohl, ja gut, die ist ja auch, wie die ist ja wirklich schnell, aber so schnell. 3 von 6 ist er jetzt gerade. Mhm. Dann müssen wir uns tatsächlich vielleicht mal den Dingens da mal angucken, den Chunkloader. Ja.
Da müssen wir einen Villager für einsetzen. Obwohl, das Ding, theoretisch, das Ding kannst du mal bauen eigentlich. Mhm. Golden Lasso okay. Nehmen, Villager einfangen. Jo. Bleibt dann so lange mal. Ne, jetzt der fängt schon wieder von neu an, oder? Hä? Fängt der immer wieder von neuem an? Kann das sein? Ach, ja, wegen der Einstellung, solange bis das Redstone-Signal kommt. Achso, naja, hätten wir vielleicht mal du es Single One und fertig. Ja. Mach ich, habe ich jetzt mal angestellt, ne? Aber das Ding ist doch mal endgeil, die Query. Aber sowas von. Aber da kann die Ender-Query und alles einpacken. Ja. Obwohl, ich sage, die Quantum-Query kennen wir ja noch nicht. Das noch stimmt. Nicht. Ja. So, put, Villager, put. Okay, da würde ich auch nicht rauskommen. Es könnte sein, dass hier in dem Dorf bei uns alle schon ausgerottet wurden. Das könnte auch sein. So, dann stellen wir die Query mal auf der anderen Seite hin. Ja. Wir stellen jetzt einfach mal. Ich würde sagen, hier hin. Nehmen wir uns die Karte mal wieder zur Brust. Na, Install-Modul jetzt nicht. Nein, so. So. First Corner. Und die bauen wir mal ein bisschen größer, komm. Wir haben ja. Genau. Machen wir mal bis da hinten hin. Wir haben jetzt im Prinzip, ja, ich sag jetzt einfach mal Deep Storage benutzt. Oder wir benutzen ja Deep Storage in dem Sinne. Mhm. Und dann können wir ja mal ein bisschen ausrasten jetzt. So, und jetzt buddel ich in Lava. Wäre ein Zombie. Hm. Oh, ich habe Gold gefunden. Hä? Irgendwie. Will der nicht. Der Villager, oder was? Nee, das Kraften. Villager under contract. Hä? Was? In dem Lasso muss ein Villager sein, der under contract ist. Under contract heißt unter Vertrag. Ja. Ach, kann das sein, dass du einmal mit dem getauscht haben musst? Hm, okay. Weil under contract heißt ja unter Vertrag. Wenn du ja getauscht hast... Ist er eigentlich mit dir im Vertrag? Würde ich jetzt mal so. Mal gucken. Vielleicht. So, wir haben jetzt eine. Ach, eine etwas größere Dimension jetzt. Nee, hat nicht funktioniert. Was? Achso, auch nicht? Okay. Keine Ahnung. 99 Chunks. Okay, das kann dauern. Nee, einen hat er schon. Alter, ist das Ding schnell, ey. Boah. 2 Chunks. Puh. Oh, jetzt kriegen wir Resonating Ore, das ist cool. Okay, wir haben Industrial Hemp Seeds irgendwo hergekriegt, auch nicht schlecht. Play. Boah. Spider, Strings gerade, okay. Okay, Kiste voll. Kann auch sein, dass sie gerade nicht pumpt. Moment. Ne, doch, der macht's.
Okay. 5 Chunks. Können wir gleich gucken. Werden wir sehen, ob die Chunks geladen werden bei der Query. Mal schauen. Ja. Aber das Ding ist natürlich echt geil, weil das also eigentlich auch so schnell ist. Weil, wie gesagt, das ist... Wenn man überlegt, wie viele Ender-Queries man im Prinzip brauchte, dann um wirklich voranzukommen, um viele Ressourcen zu haben, das Ding, da brauchst du einen davon, einen riesen Teil aufgestellt. Mhm. Fertig. Ach, bin ich doof. Das ist voll, ne, ich glaube tatsächlich, wir brauchen echt einen Chunk-Loader. Ja. Mhm. Ja. Das ist kein integrierter Chunk-Loader. Denn unten die Kiste ist leer und wir machen viel zu viel Strom dafür. Extra Utilities 2. Hast du das schon geschafft, ne? Nee, ich suche gerade den Eintrag. Da steht viel drin. Im Buch nichts. Okay. Ich guck mal kurz. Yep. Chunk Loading Award. Genau. Reddit. Ja gut, du brauchst dafür Grid Power, das weiß ich auch. ja. Okay. Das ist ja der Weg so einfach. Schreib mal Contract bei der Suche. Es gibt ein Item, das Contract heißt. Dann musst du auf den Villager klicken und dann musst du den einfangen. Okay. Ich lese mich gerade, da steht der hier JDI, Contract, bla bla bla. Hm. Okay. Habe ich jetzt einen Villager hingepackt? Ich wollte gerade sagen, hast du irgendwas jetzt gemacht hier? Ich habe den Villager freigelassen, aber irgendwie. Ich glaube, der ist geflohen. Kannst du frech von dem? Allerdings. Dauert einfach ab. Falsches Stück. Hm, okay. Ne, ich höre den aber noch. Hä? Hä? Ich höre den hier im Haus. Ist der da unten? Guck gerade. Da, man hört den. Ja, ja. Warte mal, da hinten zeigt der irgendwas an. Hä? Yep. Würde mich jetzt verarschen hier? Wo ist er hin? Mhm. Hör denn doch hier. Ja, ja. Ich ja auch. Ich glaube, wir sehen ihn nicht. Ich glaube, der ist unsichtbar. Hm. Okay. Du kannst ja mal reconnecten gucken, weil bei mir während der Aufnahme schlecht. Ja. Hey, unser eigener Poltergeist. Ich sehe ihn. Der ist unsichtbar. Ja. Hier ist er. Genau vor mir gerade. Aber vielleicht ist das auch nur ein Anzeigefehler, aber ich glaube, der kann auch sein, dass er unsichtbar ist. Hm. Weil man sieht hier Partikel. Ah, hier ist er auch. Ich sehe ihn auch. Ich komme nicht rein, ich muss das Spiel neu starten. Okay. Na gut.
dann wird er einfach unsichtbar. Also, ja, nee. Was eine Sau. Echt mal. Ja. Warte, ich probiere das einfach mal. Ich sehe den, ja. Mhm. Ob ich sehe die Partikel von dem. Ja, Villager under contract steht dann darunter. Der musste so richtig unterschreiben, das Ding. Geil. So, gucken wir mal. Award. Da ist er. Ja. Shunk Loading Ward. Stellen wir den mal da hinten hin. Mhm. Schauen wir mal. Die macht 3x3 Chunks. Ja, reicht ja, glaube ich, wenn ich den an dem Chunk, an dem Query, glaube ich, stelle. Ja, sollte. Eben sollte. Weil 99 Chunks, die werden auch vom Spieler nicht geladen. Nein. Oh, ich bin gerade dran vorbeigeflogen. Natürlich, irgendwas ist ja immer. Ach ja. So, eigentlich sollst du jetzt, ja, er läuft. Hat schon 10 Chunks abgebaut, 11. Also unser System wird wahrscheinlich schnell gefüllt mit Ressourcen. Okay. Ziemlich. Durch das Dingen. Mhm. Alter, wie schnell hast du denn das End abgebaut, ey? Ja, jetzt läuft es auf jeden Fall, weil wir haben gerade minus 3000 F pro Sekunde, also läuft gerade das Ding. Okay, sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Und wir kriegen jetzt Ressourcen ohne Ende. Sehr schön. Mhm. Wir werden uns vielleicht für jetzt dann ohne Quantum Storage machen sollen. Ja, kommt. Weil wir haben jetzt... Ja gut, 2,2K haben wir noch. Das ist noch gut, alles ja. Noch im Bereich. 149 Eisen haben wir erst. Automatische Dings haben wir noch nicht, ne? Nein. Du meinst Blöcke, oder? Eisenohr. Erz. Ach so. 161, jawohl, verdreifacht. Hm. Geht auch. Ja, über die Schmelze halt, weil... Ja, ja. Aber ich meine, automatisiert haben wir da noch nicht, ne? Nee, nee. 39 Diamanten haben wir erstmal. Dauert. Ah, ist die Frage, wie automatisieren wir das? Schmelze ist etwas ungünstig. Achso, wir bauen mehrere. Schmelze wäre ungünstig. Was gibt's? Ja gut, Mechanism könnten wir theoretisch machen, aber Mechanism ist natürlich, was man schon kennt. Ja. Gab's denn nicht noch eine Verdreifachung? Keine Ahnung. Der Crusher kann nur verzweifachen, ne? Mhm. Auch der von Actual Editions, glaube ich. Ja. Aber der hat halt auch das gleiche wie der Prüferer, also praktisch eine Chance, einen zusätzlichen Ding ja, ja. zu kriegen. Das ist richtig. Ich kann einfach mal Ohr eingeben und dann mal U drücken und dann mal gucken. Mhm. Was haben wir denn da? Schmelting ist klar, Enrichment Chamber, Purification, Chemical Injection, ja, 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 kennen wir alles. Industrial Blast Furnace gibt es tatsächlich auch noch. Ja gut, Tech Reborn. Okay, der Server will mich nicht drauf lassen. Steht da irgendwas? Ja, Moment. Fail to Login, Invalid Session. Okay. Mhm. Ne, tatsächlich nur die Schmelze. Oder wir müssten halt wirklich in ein oder zwei Schmelzen bauen und einer halt und in beiden dann halt Sachen rein dann so automatisieren, dass da nur Sachen geschmolzen werden, die nicht zusammen passen. Ja, das ist ja kein Ding. Gut, aber die Folge ist dann auch sowieso schon zu Ende und dann gucke ich mal, warum der Dragoon nicht drauf kommt. Mhm. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal zu einer Runde Feed the Beast Presents Hermit Pack. Tschüssingen. Tschüss.